Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Update-Video. Wir schauen uns heute nochmal Xpeng an. Äh, einfach ein kurzes Update nochmal, nachdem wir ja in den letzten Videos ähm, darauf hingewiesen hatten, dass wir primär davon ausgehen, dass der Preis hier nochmal runterkommt. Entweder in der gelben Zählung sollte der Preis ja nochmal in die orangefarbene Unterstützungszone fallen und entweder bei 13,40 Dollar Unterstützung finden oder eben bei 11,70 Dollar. Und, ähm, Jetzt hat er natürlich hier bei 13,40 Dollar schon mal Support gefunden. Grundsätzlich ist es aber noch nicht eine Bestätigung, dass es hier ein Boden drin ist. In der weißen Zählung wäre es halt was noch bärischeres. Da würden wir halt noch mal ganz neue Tiefstände machen. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, müssten wir aber davon abhängig machen, ob die 11,70 Dollar brechen, weil dann wird das eben noch mal wahrscheinlicher. Okay, also ist ja auch so ein Titel, der eben ein sogenannter lebenslanger Abwärtstrend ist. Ähm, den muss man einfach mit ja, zweifelhaft sehen, aber ist scheinbar sehr beliebt. Ja, ich muss mich ja auch, wie gesagt, habe ich letztens im wo, wo wann wurde das im äh, CGC Video habe ich das ähm, erwähnt. Wir müssen ja die Videos machen von den Aktien, die auch gerne von den Zuschauern eben geschaut werden. Ähm, ich kann zwar hier die besten Aktien raussuchen, aber wenn es keiner schaut, im Endeffekt macht es keinen Sinn. Dafür haben wir ja unser Aktienpaket. Wer da Interesse hat, kann ja mal vorbeischauen. Wir analysieren dort auf täglicher Basis den SP 500 sowie ähm, es gibt regelmäßige Aktienanalysen, ja, 20, die werden eben über die Woche dann analysiert. Und ähm, je nachdem, welche Stufe ihr da wählt, gibt es auch noch weitere Aktien, ist allerdings bisher nur auf Englisch verfügbar. Wir arbeiten allerdings an einer deutschen Version jetzt auch, aber Link findet ihr in der Videobeschreibung. Grundsätzlich ist der SP, das ist ja, macht das ja auch mal hier ganz relevant. Ähm, der SP ist an einem absolut kritischen Punkt und ähm, wir können es, glaube ich, zumindest nach aktueller Sichtweise mal auf ganz neue Bärenmarkt. Tiefs beim S&P einstellen und ich glaube, das ist aber jetzt alles noch ein bisschen früh wirklich zu bestätigen, aber die Hinweise verdichten sich und ich fange an, mich damit sehr anzufreunden, ähm, naja nicht anfreunden, das ist, falsch, das ist die falsche Wortwahl, aber ähm, mich damit abzufinden, Ja, also es wird wahrscheinlich, wie so ich das hier sehe, keine neuen All-Time-Highs mehr geben in den nächsten Jahren beim S&P und ähm, wir werden wahrscheinlich einige Jahre Bärenmarkt hier erleben ja, und das ist halt ähm, problematisch das war ja eines meiner Szenarien dass wir hier einen, einen großen Crash bekommen können, ähm, entweder noch ein Hoch eben und dann ein Crash oder den Crash direkt, also das wird jetzt sehr interessant ich wollte es nur erwähnen, weil ich meine Xpeng wird davon wahrscheinlich auch indirekt betroffen sein, wobei die individuellen Aktien natürlich auch anhand ihrer individuellen Charts laufen, allerdings ähm, sind die natürlich auch äh, generell von der Marktstimmung mit geprägt, ja und naja, wir schauen uns das jetzt mal an. Bei Xpeng ist es wie gesagt so, wir brauchen noch ein weiteres Hoch hier, um eine fünfte Welle auszubauen. Erst wenn wir die fünf Wellen haben, können wir auch das nächste wirklich interessante und attraktive Trade Setup auf den Chart bringen. Ähm, also ein Hoch sollte noch kommen und ich denke mal, das könnte durchaus so in den Bereich laufen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie tief wir hier wirklich kommen, aber ähm, ja, lassen wir doch mal schauen. Schauen wir doch gerade mal einfach, ähm, wenn wir das uns mal hier... Anschauen. Das müsste übrigens ein Diagonal sein, ja. So, dann sieht man nämlich auch, der ist nicht ganz bis zum 1618er gelaufen. Das ist auch okay im Diagonal. Das ist okay, aber dann würde man eben davon ausgehen, dass dann in der fünften Welle, in der fünften Welle, mal mindestens die 25,70 Dollar angelaufen werden, bis an die 34,30 Dollar. Und das liegt ja dann hier oben bei diesem vorherigen Swing High. Klar, Extensionen sind immer möglich, aber das muss man nicht unbedingt. Eben machen. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal so die Sichtweise hier übergeordnet. Unter den 11,70 Dollar wird es bärisch, Also, wir sind jetzt gerade in diesem Unterstützungsbereich, wo der Chart definitiv eine Chance hat für eine Wende. Aber wir haben hier eben noch nicht den langfristigen Aufwärtstrend, der eben notwendig wäre, um hier ähm, zu sagen, das ist jetzt High Quality und wir sind im langfristigen Aufwärtstrend und das hier ist jetzt einfach mal ein Rücksetzer im einem Aufwärtstrend und da kann man ruhig mal kaufen. Nein, so ist es nicht. Wir sind gerade erst dabei, möglicherweise einen langfristigen Aufwärtstrend ähm, auszubauen. Dafür müsste aber eben dann jetzt auch nochmal ein weiteres Hoch kommen. Wir sehen hier nochmal, das war der äh, antizipierte Abverkauf nach unten aus dieser Dreiecksformation. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass hier ist noch zu wenig, um zu sagen, ob jetzt hier ein Boden drin war. Aber das ist grundsätzlich mal der Bereich, wo halt auch mal eine Reaktion kommen sollte auf die Indikatoren nochmal geblickt, also 4 Stunden Chart war ja sehr überverkauft, hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt, was aber wahrscheinlich interessanter wird, wird auf dem Tageschart, auch hier war jetzt überverkauft, hat sich jetzt ein bisschen erholt, ist aber eben in der bärischen Range, das heißt, wir haben hier noch keinerlei Beweise, dass hier irgendwas Bullisches passiert, man kann hier auf dem RSI mal versuchen, hier so eine Trendlinie zu ziehen und zu schauen, wenn er hier drüber bricht, könnten wir Bullish gehen, das war hier der Fall im Juni, ja, da sind äh, immer solche Trendlinien, die sind zum Teil noch zuverlässiger als eben Trendlinien beim Preis. Ihr seht das hier ganz klar, dass immer diese Brüche, die haben schon zu Rallys geführt, insbesondere dann hier im Juni. Und vielleicht kommt es dann jetzt auch nochmal eben dazu, wenn wir aber dann hier nur über die Trendlinie brechen. Das könnte so ein bisschen den, ähm, ja, den Antreiber darstellen für dann diese fünfte Welle. Das ist meine Sichtweise zu XPeng. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen. Ein Abo und einen Kommentar. Vielen Dank. Ciao, ciao.